Boden, ein Gemisch aus Mineralien, Humus, Luft, Lebewesen und Wasser. Er ist die Grundlage für das Leben auf der Erde. Vor allem Pflanzen benötigen den Boden als Standort. Um zu überleben, brauchen sie Wasser, das im Boden gespeichert ist. Buchen verbrauchen beispielsweise 50 Liter Wasser pro Tag. Doch nicht jeder Boden kann gleich viel Wasser speichern. Doch woran liegt das? Generell gibt es drei verschiedene Bodenarten: Sand, Schluff und Ton. Diese unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre Korngröße. Sand hat die größte Korngröße. Durch die großen Zwischenräume fließt das Wasser schneller ab und versickert. Die Pflanzen haben nur kurz Zeit, das Wasser aufzunehmen. Bei Schluff und Ton ist die Korngröße geringer, wodurch sich die Oberfläche des Volumens vergrößert. Die Zwischenräume der Bodenpartikel werden kleiner. Das bedeutet, dass die Wasserhaltekraft, auch als Adhäsionskraft bezeichnet, steigt. Pflanzen haben dadurch mehr Zeit, Wasser aufzunehmen. Ton hat eine Korngröße von gerade mal 2 Mikrometer. Die Wasserhaltekräfte können bei so kleinen Bodenpartikeln so stark sein, dass es für die Pflanzen wiederum schwer wird, das Wasser aufzunehmen. In der Natur kommen meist Mischformen der Bodentypen vor, die die unterschiedlichen und einzigartigen Lebensräume für die Vielfalt unserer Pflanzen ermöglicht.